Was höre ich da in meinem Ohr? Alter, was? Na? Ist doch ganz romantisch hier im Lagerfeuer, oder? Ist das ein Klo? Alle mal weggucken, weil scheiß drauf. Hallo YouTube! Willkommen zu einem neuen, kurzen, kleinen Spiel von Itch.io. Warning, please adjust audio before start. Also Warnung, bitte das Audio einstellen, bevor man startet, kann man hier nicht tun. Aber da die Musik in meinem Ohr laut losgeht, habe ich jetzt mal das Headset runtergeschraubt. Und ja, ich hoffe, ich habe das dann im Schnitt für euch auch gemacht. Wenn nicht, dreht einfach mal ein bisschen leiser zur Sicherheit. Es soll, was stand da, 8 bis 15 Minuten gehen. Das heißt, wir gucken uns alles mal in Ruhe an. Auf dem Weg zum Campen. Wir sind sehr weit weg von der Stadt, in der Mitte, middle of nowhere, also irgendwo, ja. Wir haben entschieden, at the smart to get some sex here. Da sind 0:15 Menschen, die wollen noch ein paar Snacks kaufen auf dem Weg zum Camping. Also wir. What a perfect place for us to stop by after a long ride. Let's see what... Ja, schon wieder ein Spiel, was für mich den Text so schnell ausblendet. Das soll ein ganz toller... Huch, Stimme. Das soll ein ganz toller Ort sein, um Snacks noch zu greifen. Gibt's ein Menü? Nein. Huh? Okay. Hab mir's eingebildet. Also, wir gucken uns erst um. Das ist unser Auto. Kann ich in die Walachei laufen? Kann ich rennen? Nein. Kann ich springen? Nein. Ich kann nicht rennen. Warte. Nein. Kriechen kann ich auch nicht. Oh, ich kann zoomen. Warum sollte ich zoomen? Ist ein bisschen dunkel, ne? Es ist sehr dunkel. Das sollte hier wahrscheinlich nicht sein. Was ist das hier? Ein Hühnergehege? Okay, sollte hier nicht sein. Vor allem, wenn ich nicht rennen kann und wieder 12 Stunden zurückrennen muss. Müll. Ich... Nee, kann ich nicht. So, das heißt Quality? Best Quality, das würde Sinn machen. Was liegt hier? Warum schmeißen wir unseren Autoschlüssel auf den Boden? Hast du das dabei? Achso, let's see what they are up to. Lass uns da mal gucken, was sie so alles haben. That looks like a car key. Maybe it belongs to one of the cars around here. Achso, es war gar nicht unser Car Key. Du bist Chloe? Achso, okay. Wer bist du? Tim. If only Emily hadn't driven so slowly, we'd already be at our camp. This is your fault, Emily. Okay, also... Wir sind Emily, denke ich. Also wenn wir nicht so langsam gefahren wären, dann wären wir jetzt schon längst im Camp. Das ist unsere Schuld. Ja, es tut mir leid, aber ich rase halt nicht so, weil ich habe ein kleines Auto. Gut, das jetzt nicht, aber und das rappelt auf der Autobahn so, wenn man zu schnell fährt. Ich kann einfach ohne euch wieder fahren, wenn ich eh gefahren bin. Lass ich euch hier einfach stehen. Und außerdem, wenn ich zu schnell fahre, dann sehe ich meine Tanknadel einfach sinken. Und das ist nicht so schön. Ah, lesen. Watch out, strange alert. Camper's body found in the woods. Achtung, es wurde ein toter Körper, also ich denke tot, in den Wäldern gefunden. Possible encounter with large creature. Also möglicher Angriff von einer großen Kreatur, vielleicht auch ein Bär. Hm?
traurige Nachrichten. Der Camper's Body, achso, das war die Überschrift. Ein Körper von einem Camper wurde in den Wäldern gefunden und die Anzeichen scheinen, dass der in eine große Kreatur gerannt ist oder vielleicht auch ein Bär. Wildlife officials are on the hunt, but it's still risky out there. Stay safe, folks. Also da, die Jäger und so, die sind schon dabei, ne, alles so zu gucken. Aber man soll trotzdem vorsichtig sein. Okay. Hat er das vorhin vielleicht nicht ernst gemeint, sondern eher so ein bisschen Sarkasmus mit welch toller Ort? Oder ist es, there's a car over there. Ah, wir haben einen Schlüssel. Oder kommen wir aus so einem Kaff, dass das hier im Gegensatz dazu gut aussieht? Campers body found in what's that? Yeah, okay. We are staying safe. Hallo, ich habe Schlüssel. Zoom. Oh. Achso, Kofferraum. Ah, will ich bei einem Fremden Kofferraum gucken? Das macht man doch nicht. Ey. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Achso, das ist. Was ist das? Was höre ich da in meinem Ohr? Alter, was? Ah, ich hab mich so verjagt gerade, ne? Wie? Wer bist du von uns? Was ist das? Ich möchte bitte... Ah. Sind wir das? Wer ist das? Wo ist die andere? Wo ist Chloe? Bist du bekloppt? Die Musik ist Feuer. Emily, go get me some snacks and cola. I'm waiting. Hol mir hier Chips und Cola. Wo ist Chloe? Ich hab mich voll erschrocken, ne? Hallo, ich möchte bitte fahren. Das ist meine Flashlight. Wow. Ja, gut. Kann ich dir die... Hier, du willst Cola. Hallo? Hier. Kann ich dir auch Müll geben, wenn du so doof zu mir bist. Also ich meine, wenn ich nicht rennen kann, ne? Ist doch schon mal gut. Ist das ein Klo? Es ist ein Pixelspiel, ne? Aber irgendwie kriegen die mich in letzter Zeit. Das ist ein Klo. Oh, was? Open? Hallo? Wo stand Open? Ich hab's doch gesehen. Ich glaube, man hört die Katze vor meiner Tür. Ich weiß nicht, warum er so schreit. Wahrscheinlich, weil seine Decke auf dem Boden liegt. Ist so eine arme Katze. Er kriegt den ganzen Tag Leckerchen und Aufmerksamkeit. Ich kann hier nicht weiter. Was ist das da? Und der kommt auch immer, wenn ich... Das ist mit Horrorspielern, ne? Okay, das verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Warning. So. Okay. Ich würde gerne rennen können. Ich soll doch Snacks holen. Warum kann ich ihm nicht hier diese Snacks holen? Das ist doch Cola. Hm.
Wo ist Chloe? Wo hat er die Musik her? Kann ich jetzt hier rein? Oh. Chloe. Hi. This place looks kind of nice. Das sieht nett aus hier. Wo kommt ihr denn bitte her, wenn das nett aussieht? Diese Snacks sehen sehr lecker aus. Ja, dann mach das doch. Ich hätte das jetzt nicht als Eingangstür identifiziert, weil hier so ein krasses Dach runtergeht. Warum auch immer. Achtung, hier wurde gewischt. Ich möchte da rein. Überall, wo ich nicht rein soll, will ich rein. Ja, ich würde auch eine Cola nehmen, die auf dem Boden steht in einem Geschäft. Die noch gar keiner quer durch den Laden getragen hat, vielleicht aufgewärmt hat, vielleicht auch schon geöffnet hat. Geheime Zutaten in den Deckel, durch den Deckel gespritzt hat. Oh, guck mal. Nein, das macht ja keiner. Hier, willst du ein paar... Ich kann den Salat öffnen. Okay. Oh, da ist jemand. Ich will rein. Ich will mich da durchglitschen. Ich würde so gerne springen können. Was? Seht ihr das? Das ist doch ein Brathähnchen. Oh, guck mal hier. Ich bin gar nicht da. Ich bin da gerade so ein bisschen drüber. Hm. Autsch. Gott, ich dachte gerade schon, ich bleib da hängen. War ja nicht immer Mann? Ach, nicht da. Okay. Special. So, da war die Kammer. Mann, alles abgedeckt. Guck mal, hier stehen noch Suppen rum. Lecker Ramen. Also bis auf den, das ist bestimmt irgendein Fisch. Würde ich das nehmen? Nee, kein Fisch, bitte. Fernsehen. Hier den Kuchen essen. Auch noch zwei Dinger. Guck mal hier, zu dir kann ich. Hallo. Oh. Mitarbeiter, du bist sehr unhöflich. Du kennst das wahrscheinlich nicht, dass die Kunden kommen, ne? Gut. Ich brauche noch zwei Dinger. Chips und oder Cola. Cola. Das ist doch ganz beruhigende Musik. Yay! The book near cashier looks interesting. Maybe I should take a look at it. Das Buch in der Nähe vom Kassierer sieht interessant aus. Vielleicht sollte ich mir das angucken. Das Buch. Das Buch. Welches Buch? Das Ding, das ist ein Buch. Ich habe gedacht, das wäre ein Briefumschlag. Wieso löst ein Buch einen Stromausfall aus? Oh, ist das McCafé-Menü? Ich glaube, das interessiert gerade keinen. Entschuldigen Sie bitte. That damn generator... Also Shop is broken. Der blöde Generator. Ach, da, wo ich vorhin war, was ich für ein Hühnergehege mit dem Klo gehalten habe, der ist schon wieder kaputt. Andere Schritte. Das ist komisch. Ich sollte jetzt gehen. Ich meine. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja die Snacks. Ich könnte auch einfach jetzt gehen. Hm.
komme hier durch. Ja. Wenn das Licht aus ist und wir ihn wieder hin kommen. Leute, denkt dran. Sound runterdrehen. Also adjust the sound. Ist auch immer. Ist das? Das ist meine Taschenlampe. Das. Ich war hier hinten. Doch, war ich wohl. War bei dem Auto. Wo ist denn unser Kumpel hier? Guck mal, hier ist auch eine Cola. Soll ich jetzt einfach den Generator wieder reparieren, obwohl das gar nicht mein Bier ist? Wo sind sie hin? Ja, guck mal, wir könnten doch vielleicht zwei Enden machen. Wir fahren jetzt einfach, weil scheiß drauf. Dieser Sound ist echt fies. Oh no, it's Tim. Is he dead? Should tell Chloe about this. Oh nein, ist das Tim? Ist er tot? Ich sollte Chloe davon erzählen. Das Bein sieht nicht gut aus. Es war die Cola. Cola tötet. Team was? Ich kenne dieses Trikot irgendwie. Ich komme gerade noch nicht vor. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Fußballtrikot, finde ich. Ich sollte Chloe davon erzählen. Ich weiß aber nicht, wo Chloe ist. Oh, der Generator ist kaputt. Ja, hier gibt es ja Bären. Husch. Warum drehst du dich da hin? Kann einfach Geräusche nicht zuordnen, wo sie herkommen, ne? Das muss sie sein. Ja. Bin am Weg. War das eine Ratte? Baba! Ich habe keine Angst vor Ratten. Meine Taschen aber noch an? Ja, natürlich. Ich sehe es am hellen Strahlschein. Chloe? Chloe? I'm sorry before something happened to her. Ja, wo ist sie denn? Ich habe doch das Licht wieder angemacht. Warum ist es halt hier so dunkel? Wo ist denn der Kassierer? Was ist das für ein Personal hier im... Oh! Ist sie beim Rathähnchen? Nein. Ist sie auf der Männertoilette? Nein. Ist sie auf der Frauentoilette? Nein. Ist sie in der Reinigungskammer? Nein. Den Besen kann man da nicht drin benutzen, aber gut. Ist sie im Wäscheraum? Nö, ich glaube nicht. Lackert da was drin? Man muss sich immer alles angucken, wenn das der Entwickler schon gemacht hat. War das ein Gunshot? Hat da jemand geschossen? Eine geheime Truhe. Lock. Ich will die aufmachen. Und wir gehen ins Büro. Hä? Hier ist auch nichts. Ich kann hier drauf. Schade. Wieso kann ich denn hier hin? Einfach nur, um mich in die Irre zu führen. Oh, stimmt. Hier war ja auch was. Das Moment. Also erstmal, das... Das war nicht gleichzeitig. Und zweitens, das war kein Hund. Da stand doch Little Dog, oder?
Wir sind im Gefühl für, ach, das ist ja nett. Hat er hier Fleisch geklaut oder ja, was? Da hätte man doch ein bisschen Blut so machen können. Pixelblut. Wohin ist denn der kleine Hund? Lock. Exit. Der Mitarbeiter aus, gell? Lock. Ja, und wo ist denn der kleine Hund hin? Ich damit jetzt irgendwas getriggert? Muss ich wieder raus? Oder war da noch was hier beim Kassierer irgendwo? Gibt es hier kein Telefon, um Hilfe zu rufen? Warum ruft eigentlich keine Hilfe? Ach, guck mal, hier ist ja tatsächlich noch was. Noch ein Freezer. Übrigens alles abgespült, alles sauber, ist doch nicht ganz so ranzig. Ach, der eine hat Milch im Kofferraum. Kann ich im Kühlschrank gucken? Nö. Ich kann zoomen. Ja. Wieso? Ja, ich habe auch Bedroom. Bedroom? Ja, ich habe auch meine Schlüssel immer im Kühlschrank. Das ist eine Putzecke. Jemand reingekommen. Soll ich hingehen oder soll ich mich verstecken? Ich erwarte Schlimmes. Ich sehe nichts. Achso, ich sehe noch weniger. Das ist ja. Ich muss unbedingt dran denken, das heller zu machen für euch. Hallo? Ja, hier ist überhaupt nicht gruseliger, von diesem Gang aus dahin zu latschen. Aber ich wollte nicht das Offensichtliche tun. Hä? La 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 la, ich hab gar keine Angst. La 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 la, ist mir alles egal. Ich gehe einfach wieder. Tschüss. Scheiß auf Chloe. Die lebt eh nicht mehr. Was muss ich denn jetzt tun? Ich habe einen Schlafzimmerschlüssel. Ach, da waren doch verschlossene Türen, ne? Wo waren die denn? Waren die... Nee, oh, hä? Ja, gehen wir einfach mal hier rein. Da war der Freezer. Ah, guck ich mal hier. Das ist der Bett, das Bedroom. She's not here. Ja, schön. Ist das eine Axt? Nein. Für die Truhe, okay. Ist das im Mitarbeiter-Ruheraum oder wie? Dang it, I never should have taken that book from that guy. Every night I'm plagued by nightmares. It's like that demon-looking dog thing. Demon-looking dog thing is crawling to me. I shudder to think what happened if that thing came to life for real. Also, wer immer das geschrieben hat, hallo, ich war nämlich fertig. Wer immer das geschrieben hat, der sagt, er soll dieses Buch, wahrscheinlich dieses komische Buch, was wir da angeguckt haben, niemals vom, oder sagen wir das gerade? Ich weiß es nicht. Das ist nicht, also mir ist es nicht klar.
niemals von dem Typen nehmen sollen. Jede Nacht, nee, wir sagen das nicht. Jede Nacht plagen mich Albträume über dieses dämonisch aussehende Hundedings, das zu mir gekrabbelt kommt. Und ich frage mich, was passiert, wenn das irgendwann mal wirklich kalt wird. Hier raus? Nein. Hier gehen wir wieder zu. So, wo war die Truhe? Ist die Taschenlampe an? Ja, die Taschenlampe ist leider Gottes an. Hier ist überhaupt nichts. Tralalalala. Wo war die? Da ist die Truhe. Vielleicht eine Axt oder so? Nein, ein Schlüssel. Den Exit-Key gefunden. Gut, ich kenne auch jemand, der schließt den einen Schlüssel in eine Box und den Schlüssel von der Box schließt er auch wieder woanders hin und dass du Türen und Schränke aufmachen musst, bevor du einen kleinen Popelschlüssel hast, um einen kleinen Popelschrank zu öffnen. Das macht, also ja. Da ist jetzt kein Gold drin, ne? Da sind Kaffeepads drin, wollte ich sagen. Hallo. This place is dangerous. Go hide in my cabin now. Go. Dieser Ort ist gefährlich. Geh und versteck dich in mein Cabin? In meiner Hütte? Go? Oh, deine Hütte. Okay. Ich kann rennen. Jetzt kann ich rennen. Verarschen. Chloe! Du lebst! War das? Ist das nicht eine Stranger of Things Musik? Na, ist doch ganz romantisch hier im Lagerfeuer, ne? Beeil dich, da ist eine Waffe in dem Raum. Was für ein Raum? Das ist, achso. Das ist sehr spartanisch eingerichtet hier. Wenn du weißt, dass hier eine Waffe ist. Alle mal weggucken. Okay, geht nicht. Oh, es gibt mehr von euch. Los, lauf, 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 lauf. Open. Ich eile dir zu Hilfe. Ich cheate. Kannst du nämlich bestimmt nicht rein. Hahaha. Ha, ha. Hallo? Da. Ich hänge in der Tür. It's over, the nightmare ends here. Es ist vorbei. Der Albtraum endet hier. So, wir haben es geschafft. Huch. Ja, an sich. The Crawler. Also ich nicht schlecht. ich habe jetzt hier Schlimmeres mir gedacht mit dieser Warnung. An sich echt nicht schlecht. Aber man könnte, es ist ausbaufähig. Ne, vielleicht noch ein klein bisschen mehr Story und vielleicht am Ende auch ein Happy End oder ein Ende. Ne, vielleicht, also man könnte auch zwei Enden machen. Einmal
Man schafft es nicht, so gestorben, alle sterben. Was ist mit unserem Kumpel, der hier lag? So, sagt gerne was zu. Vielleicht noch so danach sind sie campen gefahren oder so, wenn wir den anderen da gerettet hätten, aber ja, okay. Also ich fand's ganz okay. Für ein gratis Spiel, definitiv. Und irgendwie kriegen mich in letzter Zeit diese Pixel-Games so unfassbar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!